Ja, hallo, da ist der Marco Kreiner. Wir kochen heute regionales Kiezfleisch von den Kaslabenbauern für die Kaslaben und natürlich auch für euch. Und zwar gibt's ein Kiez au Rosé. Das ist das Pendant zum französischen Coq au Vin, also zu diesem Hühnerfleisch in Weißwein gegart. Und wir machen das in einem Kärntner Roséwein. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ja, wir verwenden die besten Teile vom Kiez, in dem Fall vom Kiez Schlögl. Das Fleisch wird zuerst einmal gesalzen. Da kann man ruhig großzügig salzen, weil der Geschmack soll ja im Laufe der Zeit in das Gericht eindringen und deswegen ordentlich Salz. So, und jetzt wird das Kiezfleisch großzügig mit einem würzigen Senf. Das ist ein Senf, nämlich ein Dijon-Senf. Da kann man aber jeden Senf verwenden. Ich liebe Dijon-Senf, weil er einfach sehr würzig, sehr ja, leicht scharf ist. Und wir schmieren das Kiezfleisch jetzt großzügig mit dem Senf ein. Und jetzt braten wir unser Fleisch an. Dazu erhitze ich jetzt in einem Topf einmal ein regionales Rapsöl. Und der Topf soll jetzt richtig heiß sein. Also das Ganze kann jetzt schon, soll nur nicht rauchen. Jetzt kommt einfach das gesalzene und mit Senf bestrichene Fleisch in den Topf und wird angebraten. Das Fleisch dann ringsum schön angebraten ist, es kann ruhig schön braun und leicht knusprig sein, dann kommt es heraus, kommt wieder aus dem Bratenansatz, stellen wir jetzt beiseite. Wir geben noch etwas von diesem regionalen Kärntner Rapsöl in den Topf. Das duftet übrigens sowas von herrlich. Dieser Senf, das Salz, der Geschmack vom Fleisch. Und jetzt kommt das Wurzelwerk, und zwar Lauch, Sellerie und Karotten in unseren Ansatz. Ich habe, wie gesagt, etwas Öl nachgegeben, falls zu wenig ist. Diese braune Röstung bedeutet dann Geschmack, bedeutet Farbe und gibt auch dem Gericht durchs Wurzelwerk die Konsistenz. Wenn das Wurzelwerk richtig ordentlich angeröstet ist, geben wir die Tomaten dazu. Jetzt machen wir sozusagen den Fond, wir machen den Ansatz fürs Fleisch. Das sind ganz klassische geschälte Tomaten und ja, aus der Dose, weil das eine Top-Qualität ist meistens, wenn man ein bisschen auf die Hersteller schaut. Und vor allem ganz, ganz wichtig, das sind dann meistens vollreife Tomaten mit Geschmack. Die gebe ich so im Ganzen dazu, weil die verkochen in der Zeit. Jetzt kommt der Ziegenkiezfond dazu. Bitte keine Angst, wer keinen Ziegenkiezfond hat, und das haben die wenigsten, dann reicht natürlich auch eine Hühnersuppe, eine kräftige oder eine Gemüsesuppe. Jetzt kommt fast das Beste, nämlich der Roséwein neben dem Fleisch. Und zwar ist das ein Kärntner Rosé aus Feldkirchen vom Weinbau Köck aus der Rebsorte Rösler. Ganz was Besonderes, was Seltenes, aber was Wunderbares, ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Wein für dieses Gericht. Gibt eine leichte, kräftige Note und da geben wir schon einen halben Liter dazu. Jetzt die Gewürze. Da habe ich einmal Knoblauch gehackt, 4 Zehen für die Menge. Knoblauch muss übrigens nicht zu fein gehackt sein, ebenso der Thymian. Das ist einfach frischer Thymian, grob gehackt. Dann habe ich Nelken in einen Teesackerl gegeben, damit man sie einfach am Ende nicht suchen muss, weil das ist unangenehm, dann auf Nelken zu beißen. Also die Nelken im Sackerl dazu, Gewürznelken. Zimtstange könnte man auch in Sackerl geben, aber die findet man. Halbe Zimtstange von der Größe her und 4 Lorbeerblätter. Oregano. Da verwende ich übrigens leidenschaftlich gerne gute Qualität von getrocknetem Oregano, weil der einfach vom Geschmack her intensiver und besser ist. Jetzt Salz. Das ist so nach Gefühl jetzt, nicht zu viel salzen. Wir tun lieber am Ende abschmecken und dann noch einmal Pfeffer frisch aus der Mühle
gemahlen. Auch eher nach Gefühl, wie gesagt, mit Salz und Pfeffer abschmecken, tun wir dann am Ende noch einmal. Soweit ist der Ansatz jetzt fertig und das Fleisch kann dazu. Das Ganze kocht jetzt für circa 1,5 Stunden, kommt ein bisschen drauf an, muss man natürlich probieren. Und wenn sich die Flüssigkeit reduziert, einfach wieder mit etwas Suppe oder dem Fond aufgießen. Für unsere Hanfkartoffel als Beilage haben wir als erstes einmal Kaslabenbutter und Öl, damit die Kaslabenbutter nicht verbrennt, in einer Pfanne erhitzt. Und jetzt gekochte Erdäpfel in Schale, also Kartoffeln natürlich in Schale, dazugegeben. Jetzt ist wichtig, dass diese auf der Schnittseite und nicht auf der Schalenseite einmal ordentlich anbraten, denn dann werden sie schön knusprig und braun. Für unsere Hanferdäpfel haben wir jetzt geschälten Kärntner Biohanf. Das sind geschälte Hanfnüsse. Ganz was traumhaft Gutes, wenn man es ein bisschen röstet oder wenn es da jetzt mitrösten kann, hat so einen mandelnussigen Geschmack. Und man kennt vielleicht Sesamkartoffel und diese Hanfkartoffeln sind einmal eine wunderbare Alternative. Das duftet fast ein wenig wie Popcorn und man darf nur kurz rösten, sonst verbrennen sie und werden bitter. Wirklich kurz und jetzt können wir es anrichten.